Du hast also vor, deine Beziehung so richtig schön gegen die Wand zu fahren. Deine Beziehung so richtig schön kaputt zu machen, dass du und deine Freundin oder du und dein Freund einen richtig großen Streit habt. Es gibt richtig Zoff zwischen euch beiden und ihr trennt euch im Streit, dass ihr nie wieder miteinander reden könnt. Eure Freundeskreise trennen sich, denn ne, die müssen ja auch solidarisch bleiben. Und du hast keinen Bock auf eine glückliche Beziehung, denn eine glückliche Beziehung macht ja Spaß und das ist ja langweilig. Deshalb lieber richtig schön zoffen und im Streit auseinandergehen. Richtig? Ich hoffe nicht. Denn ich möchte dir heute drei Sachen zeigen, auf die du unbedingt achten musst, damit genau das nicht passiert. Und zwar drei Dinge, auf die du als Mann achten musst und auch drei Dinge, auf die du als Frau achten musst. Und damit erstmal schön, dass du dabei bist. Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du das Video schaust. Und fangen wir doch erstmal mit den Mädels an. Mädels, wenn du einen Freund hast, einen festen Partner, dann gibt es drei Dinge, die du auf gar keinen Fall machen sollst. Und zwar sind es die drei Cs. Und zwar closed, controlled und criticized. Das heißt, die drei Sachen mach niemals mit einem Mann. Denn männliche Energie mag nichts mehr als Freiheit, autonom zu sein, sein eigenes Ding zu machen. Und wenn du versuchst, diese Energie zu kontrollieren, naja, dann wird der Mann automatisch rebellieren. Wenn du sagst, mach das nicht oder mach das nicht und du versuchst, ihn einzuengen, wird nicht gut gehen. Männliche Energie will frei sein. Als zweites, wenn du dich gegen ihn verschließt, wenn du dich selber closed, dich selber verschließt und der Mann erraten soll, wie du dich jetzt fühlst und was genau in dir vorgeht und du denkst einfach, naja, ich habe so geguckt, er muss wissen, was in mir vorgeht. Nein, kommuniziere oft mit ihm. Sag ihm, was Sache ist, sag ihm, was das Problem ist und sag nicht, ja, das musst du jetzt selber erraten. Mach das nicht. Und drittens, criticize. Versuch nicht, ihn zu kritisieren, ihn zu coachen und ihn zu verändern. Ja, ich weiß, Mädels reden gerne miteinander, Frauen reden gerne über Probleme und helfen sich gegenseitig dadurch. Als Mann mag man das nicht. Maskuline Energie mag das nicht. Maskuline Energie will seine eigene Lösung finden. Als maskuliner Mann, als maskuline Energie, du kannst also auch eine Frau sein mit maskuliner Energie. Das ist vollkommen egal. Maskuline Energie sucht sich gerne ein Problem, zieht sich zurück in die eigene Höhle, überlegt, was die Lösung für das Problem ist und geht das Problem dann an. Wenn du jetzt allerdings kommst und ihn kritisierst, wird es eure Beziehung nicht gerade verbessern. Das wird euch eher weiter auseinandertreiben. Das heißt, achte auf die drei Sachen. Controlled, closed, criticized. Vermeide das unbedingt. Und jetzt zu den Herren der Schöpfung da draußen, zu den Männern. Bei euch gibt es auch drei Sachen, auf die ihr achten müsst bei eurer Partnerin. Oder wenn du, naja, eine Frau bist mit maskuliner Energie. Übrigens, Fun Fact, sowohl ein Mann als auch eine Frau können jeweils maskuline oder feminine Energie haben. Das heißt, wenn du ein schwules Pärchen bist und ein lesbisches Pärchen, einer von euch wird eine eher maskuline Energie haben, einer eher eine feminine Energie. Das heißt, das spielt absolut keine Rolle. Wenn du dir darüber mehr anlesen möchtest, dann kann ich dir sehr das Buch Der Weg des wahren Mannes von David Deida empfehlen. Der geht da noch sehr, sehr viel tiefer drauf ein. Aber ich schweife ab. Zurück zu den drei Dingen, auf die Männer achten müssen. Bei euch sind es die drei U's. Und zwar unseen, not understood und unsafe. Achte darauf, dass ich deine Frau, dein Mädel niemals so fühlt, denn sie muss sich immer gesehen fühlen. Das heißt, wenn sie sich anziehen fühlt, nicht gesehen, naja, wird sie sich nicht gut fühlen. Sie wird sich von dir nicht wertgeschätzt fühlen, denn Frauen, das Weibliche, die weibliche Energie, die feminine Energie lebt davon, dass sie Aufmerksamkeit bekommt, dass sie bewundert wird, dass sie gelobt wird. Das brauchen Mädels, das brauchen Frauen. Wenn du ihr das nicht gibst, nicht gut in deiner Beziehung. Dann, not understood. Sorg dafür, dass sich deine Frau immer verstanden fühlt von dir. Frag nach, hak nach. Sorg dafür, dass sie sich so fühlt, dass du sie siehst und auch verstehst, wie es ihr geht. Dass du nicht einfach abschaltest und sagst, ja, ist okay, mach dir keinen Kopf, sondern dass du wirklich ihre Emotionen verstehst. Frauen mögen das, untereinander zu reden und sich auszutauschen, sich gegenseitig, man kann fast schon sagen, zu coachen. Sie mögen das, gegenseitig über solche Sachen zu reden, damit sie sich gegenseitig verstehen. Als Mann, naja, Männer müssen nicht unbedingt viel miteinander reden. Es gibt eine lustige Story, hat mir mal ein Bekannter erzählt, wo er und Roland hat mir das erzählt, genau, Roland, falls du zuschaust, schöne Grüße, wo zwei Bekannte von, ich glaube, New York nach San Francisco fahren, gefragt werden, und wie war die Fahrt? Wir haben kein Wort geredet, war genial. Männer sind manchmal so, wir müssen nicht viel reden, aber sorgt dafür, dass deine Frau sich verstanden fühlt. Und als drittes, unsafe. Sorg dafür, dass sich deine Frau immer sicher bei dir fühlt, dass sie sich nicht unsicher fühlt, dass sie weiß, du bist für sie da, du sorgst für sie, sie kann sich bei dir gehen lassen, sie kann nicht bei dir fallen lassen, sie kann nicht an dir anlehnen. Und wenn du auf die drei Sachen achtest, auf die drei U's und als Mädel auf die drei C's, das heißt criticized, closed und controlled, als Mann
unseen, not understood, unsafe. Achte darauf, dass diese drei Sachen in eurer Beziehung nicht vorhanden sind. Das muss das genaue Gegenteil vorhanden sein. Und dann wird es in eurer Beziehung auch sehr, sehr lange weiterhin eine schöne Polarität geben, eine schöne Polarität zwischen maskuliner Energie und femininer Energie. Es wird mehr Leidenschaft da sein, es wird ein Vertrauen zwischen euch beiden da sein. Und ihr werdet sehr viel länger eine sehr schöne Zeit zusammen haben. Und wie gesagt, wenn du mehr darüber lesen willst, kann ich dir sehr das Buch Der Weg des wahren Mannes von David Deida empfehlen. Da geht er nochmal sehr, sehr viel tiefer drauf ein. Aber das sind so die drei Sachen. Achte darauf. Wenn du nur darauf achtest, bam, alles super. Und jetzt würde mich mal interessieren, welche Fehler hast du in vergangenen Beziehungen schon gemacht, welche die Beziehung ruiniert haben, wo du denkst, boah, wieso habe ich das denn gemacht? Das darf ich nie wieder machen. Schreib das gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, lass ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.